Das ist Kaya. Kaya war gerade einkaufen und steht nun an der Kasse. Für die Schokolade, die sie kauft, zahlt sie 6 Euro. So viel? Ja, weil importierte Produkte hoch besteuert werden. Die Steuereinnahmen für solche Lebensmittel fließen dann direkt in die heimische Landwirtschaft. Die regionalen Äpfel und Kartoffeln zahlt sie mit 11 Punkten ihrer Belefee-Karte. Bele was? Belefee. Belefee steht für bedingungslose Lebensmittelversorgung und ist ein Konzept für nachhaltige Ernährung. Durch Belefee wird jedem Menschen unabhängig von Einkommen und Herkunft eine Grundsicherung mit Lebensmitteln ermöglicht. Diese kann man, wie Kaya, mit Punkten von einem monatlichen Kontingent kaufen. Je nach Lebensmittel und Ressourceneinsatz werden unterschiedlich hohe Punkte vergeben. Lebensmittel, die mit diesen Punkten gekauft werden können, sind Getreide, Obst und Gemüse, Fette und Öle sowie einige tierische Produkte. Für 5 Punkte gibt es nur ein kleines Stück Käse, aber 2 Kilo Kartoffeln. Trotzdem kann man andere Lebensmittel ohne Belefee-Punkte kaufen, so wie Kaya ihre Schokolade. Von Belefee profitieren kleine lokale Betriebe, Tiere und Umwelt, Kaya und ihre Nachbarschaft. Immer mehr Städte und Gemeinden entscheiden sich für Belefee als sozial nachhaltiges Versorgungssystem.